stehst du eigentlich bloß rum? Ja, weil ich nichts machen kann! Muss jetzt mal mir helfen? Ich kann dir nicht helfen! Ich hab keine Aus... Doch, jetzt hab ich wieder Ausdauer. Also, heute wird... Heute wirst du mir echt nicht helfen, oder? Zerstörst du mir das Spiel? Ich kann doch nichts dafür! Du stehst einfach rum im Sturm, ich kann doch nichts dafür! Jetzt ein Eisbär kommt, der mich rippt. Aber hier läuft's halt wieder, ja. Ja, läuft rückwärts bei mir. Hallo! Aber wie kann ich denn übersteuern? Ich bin voll weit weg von meinem Mikro. Also, Real Talk, ich bin echt weit weg vom Mikro. Bin ich übersteuert am Stream? Ja, das ist gerade so eine laute Folge, was du ein bisschen übersteuert. Wahrscheinlich, weil ich lauter versucht habe zu reden als der Sturm. Das kann gut sein. Dann übersteuert es auch. Okay. Sprich einfach leise, flüster etwas. So. Ich kann laufen! Ich kann gehen! Ich kann wieder gehen! So, ist alles wieder heile. Gut, ich komme dann jetzt nach Hause, ja? Echt, bin ich so laut? Ich hab halt. Okay, wenn ich. Dann mache ich jetzt so. Dann kann ich auch lauter reden. Ja, kann ich. Ich habe versucht, gegen den Sturm anzureden. Deswegen habe ich wahrscheinlich etwas zu übersteuern. Ist die Base jetzt sauber gewischt? Ja, das ist ein Bär. Wo ist ein Bär? Ja, ich muss auspacken erst. Ich kann mich nicht bewegen. Ach, jetzt warte doch, lass mich erst auspacken. Was denn Bär, Bär sein? Sind Sie ein Einbrecher? Sind Sie ein Einbrecher? Parole? Das war die Parole. Wenn du zuhaust, ne? Wenn du schießt? Wenn du zuhaust. Ja, dann hör auf hier rumzuspinnen. Lass mich vorbei. Ich bin dick. Mach dir die Tür auf, schau. So bin ich zu dir. Lass mich vorbei, ich bin dick. Guck mal, was ich alles dabei habe. Und du ärgerst mich. Schau, was ich dabei habe. Ich kann auch was reinpacken. Da, voll frech von dir. 12 Eisen oder was? Nein, ich habe 50 rein. Wow. Ich wurde unterbrochen. Ja. Die Dame meinte, ich muss schnell zurück reparieren, weil sie zu dick ist. Ja. Oh, warte mal, mir fällt hier was auf. Ich würde mal gern was ausprobieren. Mir rechts hier diesen Bären hier weg. Ja, machen wir gleich. Deswegen will ich ja kurz was ausprobieren. Warte mal. Ich glaube, das habe ich noch. Das kleine Ding soll was bringen. Ich hab doch keine Ahnung, ich hab das doch noch nie gebaut. Wie funktioniert denn das? Funktioniert das? Ich hab das noch nie gemacht, ne? Ah ja. Verletzt dich nicht, ne? Okay. Let's go! Ins Gesicht. Warum rennt denn der jetzt auf mich? Ich hab's genau gewusst. Nein, ich will noch nicht sterben! Wo läufst du denn rum? Aua! Ah! Ja, da komm ich nicht hin, wenn du hinter. Aua! Jeez! Bärchen? Geh weg! Ich bin gleich tot, ne? Oh, ein Stachelbär! Ich blute! Mann! Wenn du mal vor dem Bär rennst, dann wird er schwer mit ihnen töten. Ja, Entschuldigung, ich kann mich leider nicht umdrehen, währenddessen ich versuche zu leben. Ich brauch das. Wo sind die ganzen Fasern hin? Ja, ich hab doch 1000 Fasern geholt. Ich hab gerade 2 Fasern in der Tasche. Egal. Stachelbeerenkompott. Ah. Ich hab Stachelbeeren. Ich hab Stachelbeeren auf der Terrasse, ne? Aber die kann ich aktuell noch nicht ernten, aber es wachsen so viele an meinem Busch. Ja, ohne Scheiß, ihr habt echt 1000 Fasern gesammelt. Ist ihr alle schon verbraucht? Möglich.
Und dann fragen, wo sind die ganzen Fallen? Ich dachte, du hast unauffällig. Ich dachte, du hast neue mitgebracht. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie nur 2 Minuten halten. Also entweder willst du, dass ich hier was baue oder nicht. Ja, aber du könntest doch was sagen. Ja, hab ich ja gerade. Ich wusste es ja vorher nicht. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Guck mal, ich habe 32 Fasern. Ich habe wieder neue geholt. Und 99 davon. Und davon. Und warum haben wir so viel Leder? Na egal, das Leder wird gleich weg sein. Wenn ich so, machst du Ledervorhänge? Nein, ich baue die Steinmetzbank. Warte mal, dafür brauche ich 120 Nägel, also brauche ich 12 Barren. Lock mal eine Runde, Punger. Ja, okay. Ich überlege auch gerade, ob ich mir Camembert in die Mikrowelle packe. Warte, ich mache dir gleich Platz. Gib mir einen Augenblick Geduld. Gib mir einen Augenblick. Gib mir mal einen Augenblick Geduld. Gib den Augenblick Geduld. Gib mir mal einen Augenblick, dann baue ich ein bisschen was. Was ist denn heute los mit dir? Ich weiß es nicht. Ja. Gib mir einen Augenblick Geduld. Wir fehlen nie. Gib mir einen Augenblick Geduld. Das sind schon mal 9. Ich brauche aber 12. Ich habe aber echt viel geholt. Kann man ja sagen, was man will, aber das funktioniert. Mann! Kaum komme ich wieder. Wer ist Lost? Ich kenne niemanden, der Lost ist. Einer ist Lost. Ja, ich denke. Lost ist der, der Lostness schreibt. Okay. Zu Hilfe. So, ich stell mal kurz 120 Schnee her. Kannst du mal deinen zarten weißen Arsch hier wegbewegen? Danke. Ich will chillen. Ist mal Platz hier drin? Na, Moment bitte. Einen Moment Geduld. Geht gleich los. Die Nägel kommen. Ich bin dabei. Bist du dabei? Geht jetzt wieder los. Ich bin dabei. Ja, bist du dabei? Ne? Sind wir dabei? Ich. Ey! Ich brauch Holz! Hast du Holz? Ich hab kein Holz. Da liegt doch Holz drin. Ja, das reicht nicht. Ja, nein. Ich hab Fasern. Ja, Moment. Trau. Warte kurz, warte, warte. Oh, das reicht nicht. Das reicht alles nicht. Ich meine, nichts, ich mal Hohlfasern. Aber ich muss so gut, kann ich nicht reinpacken. Ja, Moment, ich mach gleich leer. Jetzt brauche ich Holz. Es tut mir leid. Ich kann doch nichts dafür. So, du hast noch Holz abbaut. Ich brauche sowieso Holz. Ich muss das ja irgendwie hier bauen. Tut, Scheißhook. Ich dachte, der passt. Hat Erna eigentlich ihrs gesehen? Ach. Yes. So. Was ist denn heute so los mit dir? Hat Erna heute seins gesehen? Ich gebe jetzt nochmal kurz einen Augenblick Geduld, dann nimmst du nochmal kurz tief Luft. Ich glaube, ich hätte mit 3 Kaffee das Gefühl. Oder so stellst du dich in die Ecke mit vielen Ecken. Das kannst du dir ja machen. Ich glaube. Komm, her, ist Sturm. Ein Sturm. Was ist denn? Komm's rein. Ich baue so schnell wie möglich hier in Dings. Stein. Also zumindest ist schon mal die Decke. Ach, das wollte jetzt aus dem Ofen hier. Naja, ich gucke, ich wollte dir Platz machen. Ja. Danke. Wo sind die Fasern? Da. Danke. Und dann brauche ich noch Stein. Dann brauche ich erstmal ein Aufwertungshammerchen. Wenn du möchtest. Ich baue mal eine kleine Kiste. Hier. Kistekaste. Da hast du eine Kistekaste für deine ganzen Faserinos. Jetzt also in die Werkbank gepackt.
Dafür kann ich nichts. Ich kann mal ein bisschen Leder rausnehmen. Nein, 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 nein! Das nehme ich gerade. Warte doch! Das nehme ich doch jetzt eh raus. Ich gehe wieder zurück in meine Höhle. Tschüss. Hey, nein, bleib hier! Bleib hier! Zu ähnlich. Ne? Warte, ich mach schon alles dafür, dass du das gleich nicht machen musst. Jetzt gib mir doch mal einen Augenblick Zeit. Gib einen Augenblick Geduld, nicht Zeit. Die Kirsche. Warte mal, die Elf sind zu viel. Ich hab sieben. Ich brauch sechs. Du hast mich schon kaputt gemacht. Ach, du brauchst sechs? Nee, das kriegst du mir. Was hab ich gesehen? Gar nichts. Machst du mal deine Fackel aus? Das ist mir alles ein bisschen zu hell hier. Nee, sonst sehe ich nichts. So, ich brauche das. Und dann plups, plups, plups. So, die brauchst du schon mal nie mehr reparieren. Flups, flups. Die auch nicht. Los, schneller. Die auch nicht. Thorsten, das Licht geht immer an und aus, wenn du hochspringst. Ich weiß. Du brauchst kein Licht. Ich weiß da nicht. Nö, brauch ich auch nicht. Der fucking kaputt. Ja. Wann habe ich das denn bitte gesagt? Das hast du gar nicht gesagt. Aber darum geht's ja auch nicht. Fehlt mir jetzt. Ah. Nägel. Bitte weichen Sie in eine andere Ecke aus. Hier kann man nichts recht machen. Das ist so richtig. Oh. Warte, ich brauche Nägel. Nee, ich habe noch Nägel. Hä? Was fehlt mir denn? Hä? Was fehlt mir denn? Der dir mal vor mich hin. Hä? Wenn ihr so über mich denkt, hä? Jesus Christ. So, guck mal, jetzt sind es nur noch 2, 4, 5. Oh, okay, reicht sogar. Perfekt. Perfekt. Warte mal, eigentlich kann ich das mal. So. Jetzt sollte eh nichts mehr kaputt gehen. Oh. Theoretisch. Praktisch. Ja. Praktisch sieht das alles ein bisschen anders aus. So, bei dem Boden brauche ich gerade nicht machen. Ich mag die neuen Commands. Ja, ich mag die auch. So, jetzt ist das Ding hier mal wieder ein bisschen aufgeräumt. Das passt, das passt, das passt auch. So. Boah, die quietscht voll, die komische Holztruhe. Ihr möchtet ihr das mitteilen, schau. Hallo. Hugo. Hallo. Hallo. Thorsten wird wahnsinnig. Ja, die Stimme machen mich wahnsinnig. Muss ich eigentlich unsere Betten? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine. Hattest du nicht welche gebaut? Ja, die lagen da auch. Ich habe keine Betten in der Tasche. Ich auch nicht. Sind die unten drunter? Sind die kaputt gegangen, so wie von der Mörser? Hier sind aber auch nur. Ne, hier sind auch. Darunter liegen keine Betten. Hier in den Dingern liegen auch nirgendwo Betten. Oh, würde ich hier mal Betten machen. Ich glaube, die sind kaputt. Soll ich euch wahnsinnig machen? Du uns? Ja, aber warum sind die Betten kaputt? Weiß ich nicht.
Warte mal, vorhin hatte ich doch vor lange keine Tür drinne. Könnte das vielleicht der Grund sein? Man weiß es nicht, man munkelt nur. Boah, ist hier kaum was gerade. Steine kloppen for life. Ich meine, theoretisch könnten wir gleich schlafen, wenn die Betten dann da sind. Und dann weiterlaufen. Oder? Musst du nochmal kurz die andere Höhle abgrasen? Wieso? Ich bin mit der hier noch gar nicht fertig bei uns. Ich bin mit der oberen auch nicht. Ja, aber warum willst du die jetzt abgrasen? Wir haben noch 8 Stunden Zeit für die Mission. Weißt du, brauchen wir nur irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Ich will nur kurz die Base aus Stein bauen, damit wir, wenn es stimmt, uns keine Gedanken darüber machen müssen. Stehen da ein paar Blitzerblätter drauf. Und dann ist gut. Nein, warum? Bist zu dick. Ja, ja. Dann mache ich so viel Sport schon. Hallo, sind Sie ein Einbrecher? Hallo? Ach guck mal, ich laufe kurzzeitig schneller, wenn ich meine Perspektive wechsle. Das ist ja witzig. Hallo, was geht? Tut er nicht weh am Igel? Ich weiß gar nicht, ob wir da selbst Schaden dran bekommen. Weiß gar nicht. So. So, wir brauchen 7. Dann mache ich kurz den Boden. Dann sind wir eigentlich. Die Betten hattest du jetzt schon gebaut, richtig? Mhm. Wir haben einen Spawnpunkt hier. Gut. Achso, warte mal. Blitzerbleiter wollte ich noch bauen. Das Ding brennt hier übrigens gerade nicht mehr. So. MBF-Comment. Yes. So müsste eigentlich passen, ne? Ich baue nur kurz einen Blitzerbleiter noch. Mhm. Na gut, ich mache 4. Die Tür brauchen wir nicht austauschen, oder? Nö, eigentlich nicht. Nö. Das brauchen wir nicht. So, Holz rein. Stelle ich gleich um die Base ein paar Blitzerbleiter auf und dann können wir erstmal pennen gehen. Hast du noch Knochenpfeile oder kannst du gerade noch welche herstellen? Ich habe 23. Ich hab 29. Ah ja, okay. Dann stellen wir noch mal welche her, glaube ich. So, ich müsste doch... Ja, na, ich komme hier rauf. Pock. Dann einmal dahin. Dahin. Es mag vielleicht so aussehen, als wenn ich übertreibe. Tatsächlich tue ich das nicht. Steckt ein Blitz ein, ist eine Antenne weg. So, Blitzerblätter stehen. Dann gehe ich schon mal ins Bett und bring mal kurz meine Schüssel hier weg. Ah ja, ich sehe. Wir haben schon geschlafen. So, oh, T-Bone Steak. Pork. Was liegt in der Werkbank? Eile. Achso. Mhm. Juti. Ich mach mal das hier aus, solange. Das kann eigentlich durchlaufen. Okay. Ready? Ja. Also deinen Punkt gesetzt? Ich hab den Punkt. Nein, ich meine deinen Erweckungspunkt. Achso. Ja. Ja. Gut. Dann können wir los.
Gut. Gerade noch schnell Camembert gemacht. Le Camembert. Soll eigentlich noch laufen? Ja, in zwei ist es ja gar nicht mehr. Nee, nee, deswegen habe ich ja da oben die Base gebaut. Boah, kommst du im Wintergebiet, hast du direkt erstmal weniger Ausdauer, ne? Durch den Frost, ja. Hm. Aber ich von der Styx-Map mag ich die, das Wintergebiet, ehrlich gesagt. Sieht ja, nice aus. Was halt einfach größer ist auch, das Ganze. Hä, warum habe ich. Achtung, Eisbär voraus. Ich wundere mich gerade, warum. Ich habe irgendwie nur drei Buffs. Ich raff's noch nicht so richtig. Eigentlich haben wir. Ich hatte auch immer scheiße Probleme, dass nicht jeder Buff immer reingeht und sich die auch nicht unbedingt immer refreshen. Ne, ich habe gerade ein T-Bone Steak gegessen, aber ich habe keinen Buff bekommen davon. Ja, das zählt zum Premium-Fleisch mit dazu. Ich habe kein Premium-Fleisch an, ich habe nur normales Fleisch. Ja, ja, deswegen sei ja, mit dem Fleisch habe ich auch Probleme. Komisch. Das ist nicht immer zählt. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwas geändert haben. Dass das nur irgendwie zählt, wenn du das irgendwie so und so weit abgelaufen ist oder du Hunger haben musst, damit das geht. Müssen wir da hoch oder an der Seite vorbei? Die ist die Frage. Valerie, Valera. Ne, es war Kümmerling-Werbung, das war falsch. Das ging in die falsche Richtung. Das macht doch nicht so schnell, ich habe nicht so viel Ausdauer. Ich höre einen Eisbär. Ich bin zu dick. Nee, gar nicht. Ich höre aber einen Eisbär. Irgendwo. Ja, der muss da über uns sein, weil ich höre den nicht. Vermutlich über uns. Heißt nie, bist du wieder zu dick? Was soll das eigentlich heißen? Sonst, wenn du mal langsam bist, bist du zu dick. Wir müssen eh da hinten hin. Eine Höhle habe ich aber hier noch nicht gesehen gerade, ne? Links ist ein Eisbär. Oh, rechts sieht alles fein aus, soweit. Ich hoffe, dass wir das Ding verteidigen müssen. Trinken. Trink mal was. Aber ich habe gerade. Wir haben ein Problem mit den Eisbären. Ich habe gerade nur eine Fliege. Ja, wir haben kein Gewehr. Hm. Hab hier ungehobelterweise leider nur eine Flasche gerade. Active O2. Gehobelterweise. Nein! Ach, komm schon. Starke Schneestürme. Schau mal nach einer Höhle. Ich schau mal hier, ob hier unten eine ist. Kümmerling trinken. War Kümmerling nicht so ein Kräuterschnaps? Kräuterlikör. Richtig ekelhaft. Mein Opa hat den geliebt. Da ist. Also, entweder ist es nur eine Schattierung. Aber könnte wirklich eine Höhle sein. Nee, bei mir ist nichts. Auch nichts zum Aufbrechen. Ja, toll. Widerliches Zeug. Was ist denn heute mit den Stimmen los? Ich glaube, das gehört einfach mit dazu. Stimmen. Warte mal, ich guck mal kurz hier hinten. Oh, nee. Vielleicht an der Wand. Dann siehst du auch nichts, oder? Ne, ich laufe jetzt hier an der Wand entlang, aber. Achso, ich habe die andere Wand angeschaut. Oha. Wir werden sowas von drauf gehen. Die rote Zone ist so lang. Mhm. Ich habe auch gerade leider nichts dabei, um. Um irgendwas zu bauen. Ich hab gar nichts dabei aus der Feinde.
von dem Punkt weg in 90 Stückchen. Hier muss doch irgendwo eine Höhle sein, sag mal. Ich werde sowas von in den Eisberg reinlaufen. Ja, ich glaube, ich werde erfrieren. Es sind minus 35 Grad. Ach, meine Ausdauer, ne? Die fuckt mich hier richtig. Dass da keine einzige Höhle ist. Ich vermute mal stark auf der anderen Seite. Die Sturmaussetzung, die ist hier. Ist täuscht. Ich habe nicht mal was dabei, um irgendwie ein Lagerfeuer zu bauen, ne? Oh Gott, wo bin ich denn hier hochgelaufen? Ich bin oben aus dem Eis. Also ich nehme schon Damage. Ja, same. Und jetzt kommt. Jetzt kommt gleich erst die Zone. Komm, das ist doch scheiße. Oh, es sieht immer aus wie ein Höhleneingang, ist aber leider keiner. Mhm. Come on, Matt, talk to me. I'm alive. Tell me where you are, give me your position. On Sol 19. Where are you? Give me a visual, just tell me what you see. Surprise. I did not die on Sol 18. Hello, Hal, do you read me? Yeah. This is Ripley. Last survivor of the Nostromo. Are you sure? Cargo and ship destroyed. I made it. I'm here. I'm on the station. Do you copy? We copy, Houston. What's the problem? Even though the crew must have thought I was dead, I have no way to contact NASA. Talk to me. Just say something. Say anything. I don't care. And even if I could, it's gonna be 4 years until a manned mission can reach me. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. I'm sorry, Charlie. I can't do it. It's a busy morning, huh? Yeah. I am not losing you! Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. As most of you know, Christopher Pike, former captain of this ship, and our friend, is dead.